So, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video heute von mir. Aber nicht mehr mein Dialekt, sorry, aber sollen die anderen Fans, sprich die deutschsprachigen Fans, gut, wir sind eigentlich alle deutschsprachig, aber okay, sollen eigentlich auch alle was verstehen und nicht nur die Österreicher oder auch die Schweizer. Ich meine, die Bayern werden es noch verstehen, aber die anderen restlichen Deutschen eher nicht. Ja. Wie man es wahrscheinlich erkennt, ich bin erkältet. Mich hat's übelst erwischt. So, aber war ich noch Bike waschen, weil ich noch jede Menge Dreck auf dem Bike hatte. Das musste jetzt einfach mal runter und nun ja, nachdem es heute sehr schön ist, habe ich gedacht, jo, fahren wir heute waschen. Please do not say me, that's a police. Ah, schaut nicht so aus. No, it's no police. Oh. Yes, it's no police. Eine GS oder eine große BMW. Nee, geh. Aber was leg ich schon wieder für eine Scheiße hier? Keine GS, ich Trottel. Ja, der Johnny kennt sich hier aus, Leute. Jetzt hatte ich 2 Tage Urlaub, also Donnerstag und Freitag. Und ich sag's, Leute, es ist schön. Wenn man frei hat, das ist das Allerschönste auf der Welt. Ja, mal ein bisschen kommod fahren. Und trotzdem, kalt ist es noch ein bisschen. Und mir gefriert schon wieder mein Nippel ab. Leck mich am Arsch, ey. Was ich jetzt auch mal ansprechen will, und zwar, weil mich jedes Mal Leute fragen, wie schnell mein Moped geht. Und ich jetzt eine Diskussion gelesen habe, wo einer sagt, nee, der fährt hier fix keine 90. Leute, ich lüge euch nicht an. Mit Abweichung fährt sie 90-95. Mit Abweichung. Vor allem der Tacho stimmt jetzt auch nicht. Jetzt schätze ich, dass sie zwischen 90 und 95 geht. Und das ist meine Schätzung. Ich glaube es ja meistens auch selber nicht, dass meine Karre so schnell läuft. Das glaube ich meistens auch nicht. 15er Steirer, ist was ganz Geiles. Mit einem 18er Steirer habe ich es fahren gelernt. Mit einem Ford 3000 bin ich dann auch oft gefahren. Also mit dem Traktor von meinem Opa. Und dann haben wir den Ford 3000 verkauft und haben uns den Lindner 1055A gekauft. Da wir nämlich ein kleines Stückchen Wald haben. Und auch ein paar Wiesen, also Wiesen und Felder, die gehören. Und, aber die verpachtet halt unser Bürgermeister. Sprich mein Nachbar. Und aber sie gehören halt noch zu uns. Ja, es sind unsere Felder, unsere Wiesen. Familienbesitz seit weiß Gott ich, also Ewigkeiten schon. Und die werde halt ich eines Tages wahrscheinlich einmal übernehmen, die Wiesen und den Wald und den Traktor und das alles, weil ich der Älteste bin, also von meinem Opa der älteste Enkel. Und ich werde das wahrscheinlich einmal übernehmen, weil mein Bruder interessiert das eher nicht so. Mein einer Cousin ist halt eben, ja, leicht behindert, also er hat, ja, ich will das Wort eigentlich nie so oft sagen, behindert, aber er ist halt, wie sagt man da, er kann nicht gehen. Er kann seine Füße bewegen,
Er kann sie bewegen, aber er kann nicht gehen, weil seine Muskeln zu kurz sind. Und dadurch kann er halt nicht aufrecht gehen, das geht bei ihm nicht. Das heißt, er könnte den Wald, er könnte ihn schon erben, nur könnte er halt ihn dann nicht bewirtschaften. Jo, da habe ich noch zwei Cousinen, die werden wahrscheinlich den Wald auch eher nicht haben wollen. Genauso wie meine zwei Schwestern. Und ich bin halt eher so der handwerklich Begabte in unserer Familie, nach meinem Opa. Das heißt, dass ich den wahrscheinlich einmal übernehmen werde. Ich meine, mich würde es natürlich freuen, wenn ich den dann bekomme. Natürlich wäre es mir jetzt auch nicht unbedingt wichtig, wenn ich jetzt den Wald nicht erben würde. Das wäre für mich jetzt kein Aufstand. Weil im Grunde genommen hat das nicht ich zu entscheiden, sondern mein Opa. Also nicht ich, sondern mein Opa. Was ich euch auch noch erzählen kann. Und zwar wegen der Stellung, weil ich war ja schon beim Bundesheer, also bei der Stellung, da wieder gecheckt, ob du tauglich für den Bundesheer, also für Bundesheer bist. So, und ich, Leute, ich bin untauglich. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Elendig scheiße, sage ich euch. Weil ich wollte immer so gerne zum Bundesheer. Und dann sagt dir die Doktorin da, nee, du bist untauglich, du kannst nicht zum Bundesheer. Dann denkst du so, scheiße. Manche würden sich glücklich schätzen, wenn sie untauglich wären. Aber ich eher nicht. Ich wollte nämlich immer zum Panzerbataillon 14 in Ried. Da wollte ich immer gerne hin. Weil mich Panzer sehr interessieren. Also auch ein Hobby von mir ist Panzerfahren. Nee, Panzerspiele spielen ist schon geil. Und ich wollte halt dann immer auch was mit Panzern beim Bundesheer machen. Wenn die halt mich als untauglich einstufen, dann tjo. Kann ich auch nichts ändern. Vielleicht wäre es auch noch sinnvoll, Johnny, wenn du ihnen auch sagen würdest, warum du untauglich... Ja. Ich bin untauglich, weil ich als kleines Kind, eigentlich noch ein Baby, da war ich vielleicht ein Jahr alt, da hatte ich einen Hirnanschlag, das heißt, meine linke Gehirnhälfte war gelähmt. Das heißt, ich war halbseitig gelähmt dann auf der einen Seite. Und dadurch ist es dann zustande gekommen, dass ich halt eben untauglich bin, weil es könnte jederzeit wieder passieren, dass ich auf einmal einen Schlaganfall oder einen Hirnschlag bekomme. Und wenn das während der Grundausbildung ist oder generell während des Bundesheeres, dann habe nicht ich die Schuld, sondern das Bundesheer. Naja, kann man nichts ändern. So, denke ich mal heute Schluss wieder. Bin ich eh wieder ein Stückchen gefahren. Nur noch ganz kurz Bike reinziehen. Holla! Oh, noch mal ganz kurz das Bike reinziehen, jetzt wo das Wasser halbwegs weg ist. Ja, sie ist halbwegs sauber. Geil. Nur halbwegs. Ja, aber es sieht schon wieder ein bisschen sauber aus. Das passt eher. Dann danke ich fürs Zugucken. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Servus!